Alter, nein! Daneben geschossen. Alter, du verpisse. Alter. Pisse. Boah. Verstauchter Knöchel. Boah. So schnell kann's gehen. Hätte ich den besser abgeknallt, sagt man sich da. So, jetzt wo kommen wir hier hin? Alter, wo sind wir hier? Ist das der Wolfsviertel oder was? Und da ist der Bär. Namenloser Teich ist hier. Okay. Easy. Da hat's wieder viele Dings da. Und da hinten ist der Bär. Na super. Oh, schön. Sardinen, Wetzstein. So, man könnte auch noch richtig drücken, aber jetzt bin ich richtig nervös. Weil ich will ja nicht, dass das Let's Play jetzt endet. Ganz sicher nicht. Okay, da werden natürlich viele Kilogramm Fleisch. Oh, hier, Schmerzmittel. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich jetzt hinlaufen soll. Ob in diese Richtung oder diese, wo der Bär ist. Keine Ahnung. Weil ich die Karte hier hinten selbst gar nicht kenne. Boah, wäre ich doch lieber auf dem Weg geblieben. Dann hätten wir jetzt nicht solche Probleme hier. Aber das ist ja auch das, was, was Spaß macht, wenn man einfach drauf losläuft, keine Ahnung hat wohin und auch nirgends ankommt, denn hier ist eine Mauer. Super. Dann würde ich eben sagen, wir wären besser da lang gegangen. Ja komm, wir gehen da lang. Denn das scheint mir näher zu sein, als da lang zu gehen. Wir haben jetzt diesen namenlosen Teich gesehen da, den meinte ich eben. War jetzt nicht kein Spektakel, wissen jetzt aber, dass sich da der Bär aufhält. Immerhin wissen wir etwas. Aber dass ich den anderen da nicht getroffen habe, boah, das ärgert mich jetzt noch. So, und wo führt uns hier die Wand hin? Wahrscheinlich nirgends. Schade, dass die Karte hier begrenzt ist. Echt schade. Kommen wir hier überhaupt hoch? Nee, nicht natürlich. Vielleicht hier hinten, wie sieht's aus? Und jetzt so schräg, da geht's dann schon nach oben. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind, das ist das Problem. Und ich muss bald mal ein Feuer machen, sonst wird das nicht gut rauskommen hier. Was ist da? Ist das der Verladepunkt? Ist das der Verladepunkt? Boah, keine Ahnung, was das ist hier unten. Ach nee, da waren wir vorher. Da unten muss sich der Bär aufhalten, glaube ich. Deshalb besser mal einen Bogen drum machen. Ah, da ist ein Häuschen. Schön. Okay. Wahrscheinlich sind hier noch 10 Wölfe in der Gegend, denke ich mal. Zwei Häuschen.
Wie habe ich denn das verdient? Das ist ein Kaninchen, okay. Hier liegt eine Leiche. Da haben wir die Flare wieder, die ich letztens einfach mal so runtergebrannt habe. Ja, gehen wir mal rein. Bisschen auf. Bisschen aufwärmen hier drin. Mal schauen, was hat's so. Boah, ist noch echt gemütlich hier. Leider wirft das nichts ab, aber sonst ist es recht gut hier. So, hier ist aber nichts. Gut, Bank, Metallbehälter. Wieder ein Haufen Krempel hier. Vier Betten? Wer braucht denn vier Betten hier? Also ganz ehrlich. Hier sehe ich selbst nichts. Das. Das wollte ich. So, wollte ich ein Streichholz anzünden und dann sieht man auch alles. Muss man ja nicht so lange haben. So. Scheint aber wirklich gar nichts zu sein. Okay. Aber wir schlafen schnell eine Stunde. Es sind ja noch 11 Stunden Tageslicht. Also. Wir haben noch locker Zeit. Geht um 7 noch gleich scheiße. Das ist natürlich nicht gut. So, runter mit dem Zeugs. Wir sind immer noch müde und unterkühlt. Dann schlafen wir noch einmal eine Stunde. Und dann sollte er wirklich besser sein, oder? Gehen wir noch in das andere Häuschen da. Wenn das überhaupt irgendwas ist. So, das ist schon besser. 70%, es ist um 2% gestiegen. Das ist natürlich nicht gerade viel, wenn ich ehrlich bin. Hier müsste man jetzt eine Falle aufstellen. Ah. Ah. Das andere Haus ist einfach genau gar nichts. Gut. Ja, meine Frage ist, wie komme ich jetzt back home? Hier über den Hügel. Ich glaube, das könnte gehen. Aber ich weiß es nicht. Könnte sein, dass das die zwei Häuser sind, die ich gesagt habe. Ja, komm, rennen wir da mal hoch. Oder wo kommen wir hier hin? Ja, schön. So, meine Stimme ist heute wieder bestens. Ich sollte mal was trinken gleich. Das ist doch die Verladestation, oder? Ist es sie nicht? Doch, ist es. Schön. Gut. Wir sind wieder zurück. Schön. Wo kommt der her? Kein Wolf, hä? Gut. Dann trinke ich schnell was. Also diese Baumstümpfe, man meint immer, es sei ein Wolf. Schon etwa 5-mal passiert jetzt hier. Gut. Dann trinke ich schnell was. Bis gleich. So, jetzt habe ich was getrunken, ist schon viel besser. Jetzt müssen wir nur wieder zurückschleichen. Und wir sind ein bisschen über... Also ja, das ist jetzt also gar nicht viel, wenn man so sagt. Ein bisschen was trinken. Reicht leider nicht. Ah, essen können wir auch noch was. Das da zum Beispiel.
Naja, können wir weniger rennen, das ist scheiße. Wir schaffen das aber schon. Und wir haben wieder einige Därme und Haut dabei. Auf das ziehen wir ja mehr oder weniger ab, damit wir uns da diese speziellen Sachen machen können mal. Damit ich das auch mal hinkriege. So. Boah, wird die Heimreise wieder langweilig, Alter. So, durch die Gegend stampfen. Bum, bum. Also, wir schlafen da noch eine Stunde. Aber man weiß nie, wie dann das Wetter ist. Das ist das Problem. Und hier war es ja besonders gefährlich. Müssen wir wieder aufpassen hier. Vorhin waren da zwei Wölfe. Aktuell ist keiner hier. Die kommt schon noch hervor, denke ich mal. Hier haben wir alles mitgenommen, da den Darm nicht. Komm, dann zerlegen wir schnell, dann ruhen wir uns sowieso da aus. So. Ich gehe jetzt da rein. Kannst schon kommen, du Wolf. Kissen haben wir nicht mehr. Ah, das muss man auseinandernehmen. Okay. Aber sonst waren wir hier schon. Also, wir ruhen eine Stunde aus. Das gibt uns wieder ein bisschen Freshheit zurück. Wahrscheinlich reicht es nicht, damit wir nicht mehr überladen sind. Nee, es reicht natürlich nicht. Und Hungerdurst haben wir auch keinen, gut. Aber das hat sich trotzdem gelohnt. Wir sind wieder unterkühlt auf keinen Fall. Nur ausgelaugt. Aber jetzt sollten wir den weiteren Weg schon noch schaffen. Wenn kein Wolf kommt. Wir wurden heute auch mit dem Wolf vom Wolf attackiert. Haben es zum Glück überlebt, also zum Glück. Denn ich wollte ja das Let's Play nicht jetzt beenden. So ist es nicht. Es kann sein, dass wir noch einen Monat spielen, es kann sein zwei Wochen. Es kann plötzlich vorbei sein natürlich. Man weiß es nicht. Komm, mach doch schon. Oder sollen wir in den Damm gehen? Da alles mitnehmen, da ausruhen und dann zurücklaufen. Wäre natürlich auch eine Idee, denn die Strecke vom Haus bis hierhin ist natürlich auch schon wieder ein bisschen weit. Oh, da kommt ja einer. Dem. Nein, ich habe schon wieder drunter geschossen. Das glaubst du ja nicht. Alter, ich bin doch so blöd. Wieso? Jetzt kommt er schon wieder. So, jetzt bin ich aber weg. Nein, ich triff ihn nicht. Alter. Gerade geht bei mir alles durch. So, der kommt wieder, oder? Wo ist der? Da. Ja, also das Ziel ist nicht leicht, aber wenn man so dumm ist wie ich, dann hilft das auch nichts. Scheiße, Alter. Den hätte ich kriegen müssen. Wo ist meine Lockerheit? So, da haben wir alles mitgenommen. Den haben wir auch geleert. Shit. Dass überhaupt schon wieder so viele Wölfe hier rumlaufen. Obwohl wir erst gerade drei, nee, vier.
4 locker erledigt haben, ist schon auch eine Frage.